Moins, ihr Nacken. Ich habe gerade eine ganz krasse, lustige Entdeckung gemacht, beziehungsweise ich habe mir hier gerade ein Ei gemacht. Ihr kennt das ja, ihr seht es ja hier auch gerade. Das ist ein Abdruck. Das geht doch nicht mehr ab. Da kriegst du das nicht weg. Durch das an. Ich habe das Ei praktisch hier liegen gehabt. So, ja, da sieht man die Stelle, die Liegestelle. Dann will ich das hier so rauf machen auf mein leckeres Frühstücksbrötchen und dann sehe ich, das ist wohl abgedruckt. Ja, seht ihr mal. Haben wir mal wieder ein Phänomen festgestellt. Wahrscheinlich hängt das mit dem Schwefel zusammen oder einfach nur, weil es nass war. Hm. Könnt ihr ja mal reinschreiben, wie kann sich so ein Drucker, ist ja fest, ist ja nicht wasserlöslich, ja? Na hier, kann ich ja mit dem Finger mal hier wischen, da hast du nichts dran. Also, das ist schon lustig. Kannst du theoretisch was hinschreiben? Na gut, das muss natürlich ein wasserfest, ein essbarer Stift sein. Also, also Farb. Wie heißt das? Farbechte. Zum, Mann, ja, Lebensmittelfarbe. Und schwuppdiwupp. Man sieht ja hier sogar noch ein D oder ein Land. Hier, was von da ist. Könnte man, ja, witzig als Geschenk mal machen, ja. Einfach heiß darauf legen und fertig. Gut, ihr Nacken, ich lasse es mir weiter schmecken. Käffchen darf natürlich auch nett fehlen. Nett. Also, ihr Nacken, haut rein. Ich wünsche euch einen schönen Sonntag. Und gute Halloween noch. Ja! Ach so, und apropos. Wollte man richtig geiles Ei sehen, was vom Land kommt? Das ist mehr als Bio. Leider habe ich es verpeilt, ja, ist ein bisschen harter geworden, ne, harte. So, aber so muss ein Ei aussehen, ihr Nacken. Gut, schön mit Öl.